So, gut. Da ist überall noch Flossen. Oh, was liegt da? Da liegt die. Ich will da rein. Ah, warte mal. Kann man. Moment. Ah. Wait jetzt. Hallo? Ja, machen wir es jetzt so. Und schon kommen wir da rein. So, übrigens. Ich werde jetzt wieder den Plasma-Cutter einsetzen. Weil von der Strahlenkanone haben wir nicht mehr recht viel. So. Wäre vielleicht wieder mal den Pulsgewehr ausrüsten. So. Ah, Level 3, ja, super. Waffen-Upgrade. Das schaut nach unserem Impulsgewehr aus. Impulsgewehr-Upgrade, cool. Das ist die Ausladung. Level 3. So. Okay. Das Problem ist halt, dass die ganzen Schränke und Spinde leider nicht angezeigt werden. Auf der Karte, die wir jetzt noch nicht offen haben. Das ist ein bisschen doof. Gut, aber zumindest sind wir jetzt da reingekommen. Das finde ich sehr cool. So. Aber da ist immer noch zu. Ja. Okay. Dann gehen wir mal zu den elektrischen Anlagen. Oh oh. Ripperklingen. Puls. Okay. Ich wollte gerade sagen, das ist keine gute Idee, dass du da reingehst. Okay, dann müssen wir warten. Jetzt. Aber irgendwo lebt da lebt noch einer, oder? Oh, schnell darauf, rüber. Nehmen wir wieder mal ganz Medipack und ich habe ein bisschen Leben verloren. So. Hit. Okay, ich glaube, er ist tot, ja. Fuck, wo kommt der auf einmal her? Gut, jetzt haben wir gleich mal einen Grund, dass wir das nehmen.
Und dann würde ich sagen, wechseln wir wieder mal auf. Auf den Plasma-Cutter. Und ich glaube, wir können jetzt aber wieder mal auf die Ripper-Klingen wechseln. So. Impulsprojektil, dann laden wir gleich nach. Ripper klingen. Credits. Gut. Das ist ein wenig gefährlich. Energieumleitung von den elektrischen Systemen. Achte auf die Ausgänge. Das Netz ist nicht stabil. Das sind zwei. Noch ein System. Dann haben wir genug Energie für das AAS. Alles klar. Ziel abgeschlossen. Leitet die Energie aus den elektrischen Anlagen um. Perfekt. So, hauen wir da unten bis auf den Aufzug, wo auch immer uns der hinführt. Aber sonst glaube ich alles erforscht. Warte mal ganz kurz. Kann man da? Mit R. Okay, keine Ahnung, wo uns der Aufzug hier hinführen soll. Schauen wir mal. Das Vieche. So, jetzt kommen wir aber da überall problemlos durch. Da. Und dadurch. Kommunikations... was? Kommunikationszugang Halle. Okay. Verschlossen. Also, da war der Pausenraum. Isaac, ich habe die medizinischen Berichte der Ishimura geknackt. Das ist wie in einem verdammten Horrorfilm. Diese Dinger wandeln totes Gewebe um. Einige von ihnen infizieren Leichen, die anderen... Machen mehr Leichen zum Infizieren. Das organische Zeug an den Wänden ist auch totes Gewebe. Die Besatzung dachte, es wäre ein Habitatwandler. Isaac, ich werde ein paar Diagnosen durchführen. Ich glaube, das Zeug breitet sich aus. Okay. So, dann speichern wir da wieder ab. So, und dann müsste ich langsam die Aufnahmesession schon beenden. Ja, 5 Minuten habe ich noch. Ja. Aber würde ich sagen, dann machen wir das letzte auch noch. Das letzte Energieumleitung. Weil, dann haben wir das erledigt. So, dafür müssen wir... warte mal. Karte. In die Etage 5 laut dieser Karte. Aber es heißt ja... Muss nicht unbedingt lassen, dass es auch hier die Etage 5 ist, wie wir schon gelernt haben. Genau, wir müssen wahrscheinlich zuerst mal in die Etage 1. Und dann in den anderen Aufzug einsteigen. Das heißt, die Etage 1 ist hier die Etage 3, glaube ich, auf der Karte. Schauen wir nochmal kurz. Na, das ist die Etage 4, okay. Na, es muss echt. Warte mal. Gegner? Gegner? Nö. Doch, das ist die Etage 4. Aha, und die Etage 3. Da kommen wir wahrscheinlich nur mit diesem Aufzug dorthin, der zu ist. Spannend, okay. Gut, Etage 5, da müssen wir es auf jeden Fall hin. Und wir müssen...
Aha, da gibt es 10 Uhr eine Etage anscheinend. Okay, jetzt habe ich 4 Flashbacks. Gehen wir mal da hinaus. So, mal sehen, wo wir da sind. Hä, wieso ist das da so komisch? Okay. Mast überbrücken erforderlich. Haben wir noch nicht. Audiolog. Elizabeth, hier ist Jacob. Ich habe auf der Brücke nach dir gesucht, aber die ist komplett im Arsch. Ich verzieh mich, falls das, was es verursacht hat, wiederkommt. Mach du das auch. Das Verwaltungspersonal ist wohl zum Abbaudeck zu den anderen Überlebenden aufgebrochen. Ich werde auch dorthin gehen. Wenn du nicht dort bist, finde ich eine Möglichkeit, dich zu kontaktieren. Versprochen. Hm. Credits. Gut, unsere Credits. Okay. So, auch hier gilt, ich habe ja vorher schon gespeichert, also irgendwie schaut die Karte, ich weiß nicht, Bilder mit Design, schaut die Karte das anders aus. Ja, ich habe ja vorher schon gespeichert, deswegen werde ich hier nicht nochmal abspeichern. Hi! Down zurück. Down zurück. So. Was wird das schauen? Ich wollte kurz schauen. Ich überlege gerade, ob ich stattdessen wieder mal die Ripperklingen ausrüste. Aber wie gesagt, ja, weil ich noch von dem Plasma-Cutter noch viel Munition verwenden müsste, weil wirklich mein Plasma-Cutter. Credits. So. Wo müssen wir das eigentlich hin? Da wird es weitergehen. Wir müssen aber da weiter. Schutzschalter. Wasserreinigung. Aha, das geht schon. Na, wo geht's hier weiter? Außenzugang. Eva Vorbereitungsraum, okay. Oh, Goldhappleiter. Habe ich schon erwähnt, dass wir einen Shop brauchen, und zwar ganz dringend. Mittlerer Ingenieursrick. Okay. Credits. Gut, sonst ist nichts mehr. Irgendwas müssen wir jetzt loswerden. Die Frage ist, was? Die ist auch vollkommen aufgeladen. So. Boah, was, wir haben volle Energie. Das ist nicht gut. Strahlmunition, können wir da noch was reinladen? Nö. Ah fuck, das war nicht die Strahlmunition. Ah, die Strahlenkanone, das war die Laserkanone. Da haben wir die Strahlenkanone. Ah, drei. Ah, können wir nachladen, perfekt. Und dann können wir die hier mitnehmen. Gemacht mit der Minenarbeiter, also perfekt. So. Dann nehmen wir jetzt aber wieder. Was das nehmen wir jetzt? Wo ist der Ripper da? Auf der 3 nehmen wir jetzt wieder den Ripper, weil da haben wir wirklich schon viel Munition. Und dann change wir wieder mal ein bisschen zwischen Ripper und Plasma Cutter. So, und da ist er verschlossen, also da geht es nicht weiter. Das bedeutet, wir dann jetzt einfach die Energie umleiten. Es ist doch schneller gegangen als gedacht. So.
Gut, dann let's go. Energie der Wasserübertragung an AAS-Kanonen übertragen. Geschafft. Die AAS-Kanonen sind wieder online. Wir... Warte. Automatische Zielerfassung offline. Kalibrierungsdaten nicht gefunden? Scheiße. Keine automatische Zielerfassung. Die Kanonen sind nutzlos. Und wenn wir sie manuell nutzen? Du willst da raus, während dieser Scheiß da runterregnet und die AAS-Kanonen manuell nutzen? Wenn die Kanonen genügend Zieldaten haben, wird das System neu kalibriert. Hast du eine bessere Idee? Oh Gott. Ich öffne den Außenzugang. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Easy. Zielabschluss, leitet Energie aus der Wasserdingens um. Schaltet die AAS-Kanonen ein und startet sie neuen. Ziel abgeschlossen, okay. Ziel aktualisiert, kalibriere 3 AAS-Kanonen. Geil. Das automatische AAS-Zielsystem ist offline. Aber ich kann es manuell rekalibrieren, indem ich die Kanonen mit meinen Geräten synchronisiere. Mal sehen, ob ich es schaffe, während die Asteroiden niederprasseln. Ja, hoffentlich, muss funktionieren. So, jetzt kommen wir da durch. Ja. Ah, und da geht es wahrscheinlich noch weiter nach oben. Ja. Do not touch. Wie lautet der Plan? Ich synchronisiere ein paar Kanonen mit einem meiner Werkzeuge. Ich ziele auf einen Asteroiden, die Kanonen treffen ihn und ich kalibriere das System neu. Wir haben keine andere Möglichkeit. Tu es. Kalibriere 3 AS, Stellung. Ah, okay. Kalibriere Kanone DHAS012. Okay, ich muss die Kanone DHAS012 mit einem meiner Tools synchronisieren. Wenn ich einen Asteroiden anvisiere, sollte die Kanonen erwischen. Das müssen wir jetzt dreimal machen, quasi. Schauen wir mal. Sicherheitsanfrage abgerufen. Jemand muss ihn aufhalten. Hier spricht der zweite Offizier Sheik. Ich brauche sofort den Sicherheitsdienst. Wie ganz krank. Weit, um Himmels Willen. Gehen Sie von der Steuerung weg. Wir brauchen unseren ersten Offizier. Captain Matthias ist tot. Captain ist tot. Winston's Sicherheitsteam ist tot. Wer ist noch übrig? Weg von der Luftschleuse. Das ist ein Befehl. Wer ist noch übrig, Sheik? Diese fanatischen Ornithologen? Eckhart hat uns ordentlich verarscht, oder? Wenn ein CEC-Direktor so verkommen sein kann, dann ist es wahrscheinlich auch die ganze Firma. Genau wie EG-7. Glauben Sie, die CEC schickt kein Rettungsteam für ihr wertvolles Abbauschiff? Denken Sie nach, White. Wir müssen nur durchhalten. Ja. Sie sollten das. Nein, Sir! White, du verdammter Idiot! Versiegeln Sie sofort die Luftschleuse! So. Ich speichere schnell ab. Vorsichtshalber. So, dann schauen wir mal, wie lange das dauert jetzt mit den drei Kanonen. Aber das würde ich jetzt in die Aufnahmesession noch hineinpacken. So. Synchronisiere ein Werkzeug mit einer Eiskanone und starte dann einen Angriff auf das Hülle. Okay, das ist neu, oder? Nämlich eingebildet, dass es beim ersten Teil anders war. Kanone, ja. Zielsystem wird synchronisiert. Wie mache ich das jetzt? Achso, ich muss. Ah! Ach so geht es hier. Man musste im Original, ist man da wirklich an der Steuerung gesessen, da muss man einfach zeitlang. Integrität beeinträchtigt. Und da musste man eine Zeit lang. Kalibrierung abgeschlossen. Automatische Zielerfassung online. Ja, da musste man einfach eine Zeit lang Asteroiden händisch abschießen,
bis der automatische Zielerfasser einfach wieder funktioniert hat. Da ist es ein bisschen anders. Finde ich aber extrem cool. Also auch so. Muss man aufpassen, dass mal der Sauerstoff dann rausgeht. Was? Das hätten wir. Abgeschlossen. Automatische Zielerfassung online. Da haben sie echt Gedanken drüber gemacht. Das finde ich extrem cool. Also wie gesagt, das Original Dead Space war schon extrem cool. Gehst du da bitte weg? Das mache ich. Ich bin ja der Techniker, nicht du. Aber... Zielsystem wird synchronisiert. Autsch, was war das jetzt? Ist noch irgendwo leichter Gegner? Tatsächlich. Autsch. So. Aber das ist auch extrem cool gemacht. Also das Remake zur Zeit taugt mir sehr gut. So. Datenmigration abgeschlossen. AAS neu kalibriert. Automatische Zielerfassungssysteme aktiviert. Geschafft. Die AAS-Kanonen sind überall auf dem Schiff online. Gott sei Dank. Aktiviere den Autopiloten. Komm wieder rein, Isaac. Ich glaube, ich weiß, was wir als nächstes machen. Okay. Dann komme ich wieder rein, aber was wir dann als nächstes machen? Ziel abgeschlossen. Kalibriere 3 AAS-Kanonen. Kehre zur Kabine des Captains zurück. Aber was Hammond als nächstes vorhat, das werden wir erst in der nächsten Aufnahmesession erfahren. Gut, das ist deshalb schnell gegangen mit den Kanonen. Und wie gesagt, hat mir extrem cool, gut gefallen. So. Unverlassbar. Das Gebiet. Ja, genau, schießen die ganz automatisch alle. Cool. Cool, cool. Gefällt mir sehr, sehr gut. Schwerelosigkeit deaktiviert. Wir könnten theoretisch noch was los. Ich würde sagen. Isaac, Hammond, ich habe eine Übertragung abgefangen. Krankenstation. Da unten ist jemand. Was hältst du davon? Hier ist Senior Medical Officer Nicole Brennan. Die Krankenstation ist ein Ort der Zuflucht. Überlebende kommen bitte zu uns. Nicole. Ich gehe zur Krankenstation. Ja, natürlich. Ich gehe zum Besatzungsdeck und suche die Überlebenden von der Brücke. Ich melde mich. Besatzungsdeck. Weiß er etwas, das wir nicht wissen? Hm. Ziel abgebrochen, kehre zur Kabine des Captains zurück. Kapitel 4, ohne Ausweg. Fertig. Kapitel 05, loyal bis in den Tod. Ziel aktualisiert, kehre zur Krankenstation zurück. Ja, und jetzt müssen wir wieder wirklich zurück. So. Dann würde ich sagen, dann da mal in der Brücke abspeichern. Ich wollte eigentlich nur so einen Shop und den neuen Anzug noch anziehen. Sind wir so, ja. Holy shit. Gut, ich werde ein wenig Flammenmunition verbrauchen. So, dann wieder runter zur Brücke. Hat es da einen Store gegeben? Ich brauche halt nur einen Shop. Ich will nämlich zumindest den neuen Anzug noch mir anziehen. Also dann können wir kurz mal runterschauen, ob jetzt der Hammond noch da ist oder ob er uns was da gelassen hat. Warten. Öffnen. Nope. Er ist nicht mehr da.
Und er hat uns auch nichts zurückgelassen. Irgendwann müssen wir ja sowieso nochmal zurück. Okay. Na gut. So, währenddessen wir da raufschauen, schauen wir uns ganz kurz, wo ein Shop ist. Da war einer. Okay, wir kommen bei einem vorbei. Wir kommen und dann können wir da auch da abspeichern. Alles klar. Alles klar. So. Da war, glaube ich, Werkbank, oder? Da könnte man da auch noch schnell hinschauen. Yes. Machen wir das noch schnell. Ein paar Abschlussarbeiten für diese Aufnahmesession. Impulsgewehr Upgrade Diagramm erweitert. Eine neue Spezialfähigkeit ist jetzt verfügbar. Das möchte ich mir kurz anschauen. Die Munitionskapazität wird deutlich erhöht. Ah, okay, gut. Na gut. Ich möchte da mal ein bisschen Flammenwerfer eine investieren. Flammenkapazität. Perfekt. Wir müssten theoretisch, naja gut, nur 10 mehr, es ist auch nicht gerade die Welt, aber okay. Wir müssten theoretisch auch irgendwann einmal ein Upgrade für den Anzug finden, oder? So. Schema eingereicht. Gegenstand ist jetzt zum Kauf verfügbar. Anzug Level 3, mittlerer Ingenieursrick. Oh fuck, 20.000. Neuer Gegenstand zum Kauf verfügbar. Super Symmetriestrahl, Laserkanone. Ist das ein Upgrade wieder? Strahlenkanone, oh oh, okay. 20.000, wir haben 12.600. Aber gut, wir haben noch ein bisschen was zu verkaufen. Mhm. Shit. Kann man die irgendwie teilen? Ich möchte nicht alles verkaufen. Ups, ma, das wird erst rechnet. Das wird der nicht. Was sonst verkaufen wir das? Da. Und dann würde ich sagen, dann kaufen wir den. Erhöht den Inventargröße auf 22 Slots und verleiht 10% Rüstung. Let's go. Ein neuer Anzug. Zeit ist worden. Oh, muss man strecken. Jawohl. Oder das zum Upgraden, das erweitert sich einfach mit jedem Anzug immer. Das kann eigentlich auch sein. Was haben wir da noch? Ah, das ist wieder Upgrade. Okay. Gut. So, liebe Leute, dann haben wir eigentlich wieder ziemlich, ja, ziemlich viel Platz. Das ist sehr gut. Haben wir wieder alles abgegradet. Knoten haben wir auch verbraucht. So, kommen wir da noch zum Speicherpunkt hin? Ja. Machen wir das noch. So. Da bin ich jetzt falsch, glaube ich. Da ist der Speicherpunkt. Genau. So, dann speichern wir da jetzt ab. Und sind mittlerweile eh schon in Kapitel 5 angelangt, geht also relativ flott voran. Ja, liebe Leute, und dann bedanke ich mich wieder fürs Zusehen. Wir sehen uns dann wieder in der nächsten Aufnahmesession zu Let's Play Dead Space. Bis dahin, bleibt gesund und ciao, euer Dom.